vietnamesische Studentin öffnet zum ersten Mal in ihrem Leben ein typisch deutsches Kippfenster. Ich hab's aufgemacht, es kam mir entgegen und ich dachte, es fällt mir auf den Kopf und dann muss ich viel Geld für die Reparatur bezahlen. Aber zum Glück liegt das an der Konstruktion. Wirklich interessant. Yuen postet einen kurzen Clip über ihr Kippfenstererlebnis auf TikTok. Die Idee, Familie und Freunden im fernen Vietnam ihr Leben in Deutschland zeigen. Doch der Clip geht viral und Yuen wird über Nacht zu einer Internetberühmtheit. Den ganzen nächsten Tag war ich am Handy. Jede Stunde kam 1 Million Views dazu. Ich habe Freunde, Familie und meinen Freund angerufen und gesagt, ich gehe viral auf TikTok. Wahnsinn, was passiert hier? 3 Jahre ist die Sache mit dem Kippfenster nun her. Yuen hat ihren ersten Erfolg genutzt und seitdem viele lustige Clips über Deutschland gepostet, neben ihrem Studium. In den sozialen Medien folgen ihr inzwischen Millionen Menschen aus aller Welt, nicht nur aus Deutschland. Auf der Straße wird sie regelmäßig erkannt. Und sie verdient damit Geld. Ich bin nicht so der Make-up- und Fashion-Typ, aber ich interessiere mich für kulturelle Unterschiede zwischen Ländern. Darum habe ich beschlossen, die deutsche Lebensart zu meinem Thema zu machen. Das hat natürlich auch mit ihm zu tun. Yuens German Boyfriend, dem deutschen Freund. Seit 6 Jahren sind die beiden ein Paar, er möchte aber anonym bleiben. Kann ich vielleicht einfach sagen, ich hätte nie gedacht, dass ich mal über meine Freundin interviewt werde und hier hinter einer Pflanze bei Galileo sitze? Wir haben die beiden in Mannheim besucht und wollen wissen, was ist für Yuen typisch deutsch? Und was bringt sie hier zum Staunen, was uns Deutschen ganz alltäglich erscheint? Fenster kippen nach dem Aufstehen, für Yuen inzwischen normal. Begeistert ist sie aber immer noch von der deutschen Kipptechnik. Was viele nicht wissen, Kippfenster wurden 1935 von dem schwäbischen Tüftler Wilhelm Frank zum Patent angemeldet. Sie sind in den meisten Ländern unbekannt. Es ist wirklich clever, denn hier kommt frische Luft rein. Es ist aber nicht zu viel und man hat so ein bisschen Durchzug. Ein sehr smartes Design. Von deutschem Kaffee aus der Kapsel- oder Padmaschine ist Yuen dagegen nicht so begeistert. Sie mag ihren Morgenkaffee lieber auf vietnamesische Art. Auch das zeigt sie in ihren Clips. Für vietnamesischen Kaffee braucht man diesen Blechfilter. Und viel Geduld. Denn es dauert seine Zeit, bis das heiße Wasser durchtröpfelt. Etwa 10 Minuten. Aber genau das sorgt für intensives Aroma. Wichtigste Zutat für den typisch vietnamesischen Geschmack: sehr süße Kondensmilch. Yuen trinkt ihren Kaffee am liebsten mit Eiswürfeln, passend zum heißen Klima in Vietnam. In Deutschland mögen es die Menschen effektiv und schnell. Für den Frühstückskaffee drückt man einen Knopf und er kommt sofort raus. In Vietnam haben wir Zeit fürs Essen und Trinken. Wir investieren viel Zeit und Energie da rein. Und ja, wir warten auch 10, 15 Minuten auf einen guten Kaffee. Beim Kaffee ist für Yuen ganz klar Vietnam vorn. Nicht aber beim Bad. Trockenes Bad nennt sie unsere deutschen Badezimmer, weil wir uns in geschlossene Duschkabinen oder hinter Duschvorhänge stellen. Ganz anders in Vietnam, wie Yuen in einem ihrer Clips zeigt. This is our bathroom in Vietnam. It's a wet bathroom, which means there is no door or curtain to divide the wet and dry area. So when you shower, everything in the bathroom will be wet. That's why you need to move your stuff to a safe place before turning on the water. Am Anfang habe ich oft vergessen, dass das hier ein trockenes Badezimmer ist. Darum habe ich den ganzen Boden nass gemacht, so wie ich es kannte. Aber dann habe ich gemerkt, dass es gar keinen Abfluss für das Wasser gibt. Mein Boyfriend wurde richtig sauer und sagte immer, Schatz, das ist ein trockenes Bad, du darfst diesen Teil nicht nass machen, es darf nur da hinten nass werden. Auch gewöhnungsbedürftig für Yuen, dass es in Deutschland ganz normal ist, seine Möbel selbst zusammenzubauen. Aus Kostengründen.
Wenn wir in Vietnam Möbel kaufen, sind Lieferung und Aufbau automatisch im Preis inbegriffen. Hier muss man alles selbst aufbauen, was ich zuvor noch nie gemacht hatte. Ich musste lernen, wie man einen Schraubenzieher benutzt und all das, denn die Möbelmontage ist hier super teuer. Inzwischen beherrscht Yen Möbelmontage aus dem FF und ist stolz darauf. Ich mag die Herausforderungen, die mein neues Leben in Deutschland mit sich bringt. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich mal lerne, einen Schrank aufzubauen. Wir dagegen lernen einen echten Lifehack von Yen beim Frühstück. Eier schälen auf Vietnamesisch. Einhändig. Geht natürlich nur mit harten Eiern. Yen findet ihre vietnamesische Schälmethode ganz normal. Sie ist fasziniert von diesem deutschen Gerät, das sie bei ihrem German Boyfriend entdeckt hat. Es heißt, kein Witz, Eierschalen Sollbruchstellenverursacher. Ich habe sowas nie zuvor gesehen, bevor ich nach Deutschland gezogen bin. So öffnet ihr eure Eier. Einfach so. Und dann ist das Ei oben offen. Das faszinierendste Teil, das ich je gesehen habe. Ich liebe es. Trotzdem macht sich Yen in einem ihrer neuesten Clips ein bisschen lustig über die deutsche Art, Eier zu öffnen und zu essen. Mit Maggie, wie sie bei ihrem German Boyfriend beobachtet hat. Statistisch verbraucht übrigens jeder deutsche Haushalt einen halben Liter Maggie pro Jahr. Allerdings spaltet die Ei-mit-Maggi-Frage Deutschland. Viele finden es eklig. Verwundert ist Yen lange über diese Glasschüssel. Sie entdeckt sie in jedem deutschen Haushalt, wo sie zu Besuch ist. Lange denkt sie, dass jeder Deutsche so eine Schüssel beim Auszug aus dem Elternhaus bekommt und macht diesen Clip dazu. It is time. Die Glasschüssel heißt übrigens Aspen, wird in Frankreich hergestellt und ist vor allem in den 80er Jahren ein Must-Have in Deutschland. Ich dachte, das wäre irgendeine deutsche Tradition. Aber egal, wen ich gefragt habe, niemand erinnerte sich, woher er die Schüssel hatte. Von den Großeltern oder der Mutter. Wir haben auch so eine, aber ich habe keine Ahnung, woher. Mit wir meint Yen sich und den German Boyfriend. Seit 6 Jahren sind die beiden ein Paar und leben zusammen. Bald werden sie heiraten. Der German Boyfriend hilft Yen bei vielen Clips, meist als Kameramann. In einigen Clips kommt er aber auch vor. Manchmal spielt ihn Yen selbst. Wie hier, in seinen typischen Klamotten. Wenn man ihn sieht, dann nur von hinten oder ohne Kopf. Der Grund dafür ist sehr einfach. Mein Freund will unerkannt bleiben. Und das respektiere ich natürlich. Wir geben unser Bestes, dass er anonym bleibt, aber trotzdem in den Videos vorkommt, wenn er das möchte. Ein wenig daran gewöhnen musste sich der German Boyfriend aber natürlich schon, dass seine Freundin quasi über Nacht zum Internet-Promi geworden ist. Das fühlt sich manchmal sehr komisch an, wenn ich irgendwie zum Beispiel Freunden schreibe, was wir gerade machen und die dann einfach nur antworten, ja, wissen wir haben es gerade gesehen. Oder wenn Kollegen einem sagen, von wegen, ich habe gesehen, ihr habt euch da das und das gekauft. Und na, das ist schon gewöhnungsbedürftig ein bisschen. Kennengelernt haben sich die beiden in Vietnam. Der German Boyfriend war dort als Rucksacktourist unterwegs. Yen sprach ihn an, um ihr Englisch zu verbessern. Dazu hatten ihre Sprachlehrer geraten. Nach 3 Jahren Fernbeziehung zieht Yen zu ihrem German Boyfriend nach Mannheim. Es gefällt ihr gut in Deutschland, auch wenn sie manchmal mit Vorurteilen und Klischees kämpft. Dazu hat sie sogar einen Clip gemacht. Darin zeigt sie, dass viele Deutsche denken, der German Boyfriend habe sie quasi im Katalog bestellt und nach Deutschland geholt, wo sie nun den Haushalt machen muss. Manche Leute denken, dass ich es nur auf das Visum abgesehen habe. Anfangs hat mich das wirklich verletzt, aber inzwischen stehe ich drüber. Ich kann sogar darüber lachen, denn nichts könnte weiter entfernt von der Wahrheit sein. Congratulations to the Master of Arts in Global Trade Management for Yen Ninh Thi. Yen hat auch gut lachen, denn ihre Erfolge sprechen für sich.
Vor kurzem hat sie ihr internationales Wirtschaftsstudium mit einem Master abgeschlossen. Parallel ist sie mit ihrer Arbeit als Web-Content-Creator so erfolgreich, dass sie gut davon leben kann. Wie viel sie genau verdient, will sie natürlich nicht sagen. Darüber spricht niemand gern. Klar ist aber, Uyen zählt mit über 1 Million Followern pro Plattform zu den Mega-Influencern. Der Verdienst liegt laut einer Studie zwischen 1.000 und 50.000 Euro im Monat, hängt komplett von der Person ab. Durchschnittlich verdienen Influencer um die 2.500 Euro im Monat. Ich bin weit davon entfernt, Millionärin zu sein, aber ich kann davon leben. Ich kann meinen Boyfriend zu einem Urlaub einladen, ihm Geschenke machen oder ihn zu einem guten Essen einladen. Das mag ich sehr. Der Erfolg online wurde irgendwann allerdings so groß, dass Uyen alles über den Kopf gewachsen ist. Sie brauchte ein Management. 1,4 Millionen folgen ihr auf Instagram. 1,1 Millionen auf TikTok. Bei YouTube ist sie kurz davor, die Million zu knacken. Deshalb mussten wir auch erst mal bei ihrem Manager anfragen, bevor wir Uyen treffen durften. Anfangs wollte ich kein Management. Ich wollte die Kontrolle behalten. Aber ab einem gewissen Punkt wurde mir alles zu viel. Der Business-Kram und gleichzeitig kreativ zu sein. Ich konnte die ganzen E-Mails gar nicht mehr beantworten. Darum bin ich froh über meinen Manager. Er ermöglicht mir, mich auf das zu konzentrieren, was ich am besten kann. Uyens Manager Felix ist heute aus Berlin gekommen, um mit ihr über zukünftige Strategien und Projekte zu sprechen. Im Moment plant Uyen eine Clipserie über deutsche Spezialitäten, die sie als Vietnamesin schräg findet. Mettbrötchen mit dem rohen Fleisch, dachte ich. Oder ich könnte es versuchen mit, was gibt's denn eigentlich noch für komisches Essen hier? Ich dachte an Sülze. Das ist so eine Art Gelee mit Fleisch drin. Das ist sehr speziell. Ist es süßes Gelee? Nein, es ist nicht süßes Gelee. Es ist eher herzhaft. Noch schräger als Mettbrötchen und Sülze findet Uyen aber deutsche Supermärkte. Das zeigt sie in vielen ihrer Clips. That's it. That's all of the greens they have. What is the difference between all of these breads? It's all chicken breast. Where's the rest of the chicken? You know the bones is the best part, right? But the neck. 2.5 euros for 1 kilogram of rice? That much? This is the biggest cucumber I've ever seen. Auch exotisch für Uyen, deutsche Restaurants. Nicht nur wegen des für sie ungewohnt schweren Essens, sondern auch wegen der Art und Weise, die Servicekraft auf sich aufmerksam zu machen. Zum Beispiel, weil man bestellen möchte. Nach 3 Jahren in Deutschland habe ich Folgendes gelernt. Man sollte keinen Laut machen. Wenn man bestellen will, schließt man die Karte. Und dann versucht man, Blickkontakt mit der Kellnerin herzustellen. Sobald sie einen anschaut, winkt man ganz komisch und verschämt. Und dann kommt sie und man kann bestellen. In Deutschland funktioniert das meistens. In Vietnam käme man mit dieser eher zurückhaltenden deutschen Art nicht weit, wie Uyen in einem Clip zeigt. Sehr gerne. Dankeschön. Excuse me. Hello. What are you doing? I'm trying to get the bill. Honey, this is Vietnam, not Germany. They won't pay attention to you when you just do this in the restaurant. In Vietnam ist es in Restaurants sehr laut. Darum muss man laut sein, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Man schreit Ti Oi, junge Schwester, und dann kommt sie. Was Uyen in deutschen Restaurants auch aufgefallen ist, der oft sehr lange Weg zur Toilette im Keller. Das finde ich wirklich interessant. Wenn man in einem deutschen Restaurant zur Toilette will, muss man runter in den Keller und dann ist es oft wie ein Labyrinth, durch das man gehen muss. Manchmal ist es stockdunkel und gruselig. Inzwischen bin ich daran gewöhnt, aber anfangs war ich wirklich verwirrt. Ich verstand nicht, warum die Toiletten im Keller sind. Natürlich wird Uyen auch hier sofort erkannt. Die 14-jährige Tochter der Wirtin Greta ist eine begeisterte Followerin. Ich liebe so diese sympathische Art, so dieses, wie sie das empathisch rüberbringt, wie es so in Vietnam ist und in Deutschland. Es ist immer sehr witzig alles und es ist
sehr interessant, weil manchmal lernt man bei solchen Videos auch immer noch mal was selbst über Deutschland, was richtig cool ist. Ready and go. Sorry. Innerhalb von nur 3 Jahren ist es Yen mit ihren witzigen und sympathischen Clips gelungen, eine Art Botschafterin für Deutschland zu werden. Und aller Welt zu zeigen, dass wir Deutsche vielleicht ein bisschen durchgeknallt, aber doch auch sehr nett sein können.